Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Valnir Rock auf unserem Community-Server im Community-Dorf, hätte ich jetzt mal gesagt. Es ist mittlerweile eine Stadt geworden. Die Danu ist auch wieder dabei. Servus. Servus. Ja, ich war mal eine Woche weg. Ja, was hast du dir erwartet, was nach der Woche da ist? Ja. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Server wäre abgeraucht, weil er überfüllt gewesen wäre, oder das da. Ja, ich glaube auch, also mittlerweile ruckelt es hier sogar bei mir. Ja. Okay, ja, wie fangen wir an? Das ist also wirklich viel Neues entstanden. Ich war eine Woche im Kurzurlaub sozusagen und konnte da entsprechend natürlich hier nicht drauf schauen. Und ja, seitdem ist dann doch einiges entstanden und wir haben, ja, die Folge will ich noch probieren, am Montag rauszubringen. Das heißt, ich könnte auch sagen, wir haben vor, dann am Dienstag, könnte man ja schon mal ankündigen, am Dienstag einen Livestream wieder zu machen zu Valnir. Das heißt, jeder, der hier im Community-Dorf unterwegs ist, ist dann auch herzlich eingeladen, Dienstagabend 20 Uhr einfach mitzumachen und wieder ja, hier weiterzubauen, beziehungsweise vielleicht, wenn man auch einen kleinen Ausflug macht. Guck mal, da unten läuft jemand. Einen kleinen Ausflug machen in Richtung der neuen Dungeons. Das ist ja ein riesen Patch gekommen, der jetzt auch ein paar Inhalte reingebracht hat. Dann schauen wir uns das mal an. Oder wir machen ein bisschen die Questerei. Mal gucken. Oder wir bauen einen großen Tempel. Und dann wird es ruckeln. Was? Und dann wird es erst ruckeln. Ja, ach. Ruckeln ist doch nicht so schlimm. Das ist Wahnsinn, was hier an Häusern entstanden ist. Wie fangen wir an, Danu? Du hast ja ein bisschen mehr Überblick. Meinst du, wo man... Es ist egal, in welche Richtung du rennst. Du hast überall tolle Häuser. Überall tolle Häuser, vorne, ja. Da vorne, ja, gehen wir doch zur Straße und fangen mit dem an. Zucke, ruckel, ich ruckel. Was, zur Straße? Ach so, das ist aber da, ja, genau, ja. Das, ja, genau. Da kommen wir jetzt an diesem Haus hier vorbei. Das kenne ich nämlich auch noch nicht. Was hier ja, an das... Das stand auch noch nicht so da, ja. Ja, genau. Das, zumindest nicht in der Form, ne? Ich meine, da war auch nur so ein... Ja. Da war so noch ein, Platz so ein neben Gerüst, dem Zaun, ja. Sozusagen. Es ist einfach wunderschön, wie ihr hier baut, auch mit diesen Verandas. Und schau mal, man kann endlich Trophäen aufhängen. Ja, genau. Das wurde gepatcht. Yay. Wir können jetzt Hirschköpfe an die Wand hängen. Ist ein Traum. Oh, hier mit Geländer die Treppe. Auch sehr schön. Ja, du kannst ja bauen. Schau mal, ein schönes Arbeitszimmer. Boah. Das ist schön gemacht. Das ist alles sehr gemütlich gemacht hier. Ja. Wer ist denn hier der Erbauer? Ayako. Ayako hat dieses Häuschen hier. Ja. Hat jemand mir eine Tür Hab vor ich die... Hab die Türe vor die Nase. Ja, halt. Schön. Hübsch. Aber eine Ego-Perspektive gibt es immer noch nicht. Die wurden nicht ganz so reingepatcht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Schade. Ah, hier geht's nochmal hoch. Echt? Ah, ja, ist ein bisschen schwierig zu navigieren ohne Ego-Perspektive in den engen Häusern. Ja. Etwas. Ja, jetzt kann ich wieder rauszoomen. Aber das Haus geht noch, es gibt schlimmere. Ja. Oh, das ist ein schöner Balkon. Das ist mal ein Ausblick hier, oder? Ja. Oh, da unten ist ja auch so ein Mini-Balkon. Mit Stühlen und Feuer. Ja, da war ich eben schon drauf, genau. Das meine ich ja mit so diesen Verandas immer. Da oben unser Aussichtsturm. Und da schaut die Spannerplattform zu uns rüber, gell? Ja, natürlich, wie immer. Ja. Bei uns ins Schlafzimmer, genau, können Sie reingucken. Es ist... Wir müssen Vorhänge bauen. Ja, ich glaube auch. Ja, das ist dein Schlafzimmer, ich will da nicht. Das. Du, auf der Seite schlafst du. Ich, nee. Und denk dran, Türen wieder schließen, sonst wissen die Leute gleich, dass du da warst. Ja, ist doch schön. Brauche ich kein Schild schreiben. Video. Ja, Koya Wars hier. Am besten fand ich die Meldung, oh, jetzt weiß ich endlich, warum meine Türen alle offen waren. Ich mache sie ja wieder alle zu. Manchmal ist es echt schwierig mit dem Steuern hier. Sie alle zu. Ordnung muss sein. Ich will ja hier nichts unterstellt bekommen. So, die auch wieder zu. Zack. Raus. Wahnsinn. Da ist ein bisschen eng zusammengekommen ans andere Haus, ja. Oh, ja, aber das geht ja augenscheinlich. Ja. So, den Turm, den haben wir ja schon gesehen. Die Aussichtsplattform, hier das Häuschen. Weiß ich gar nicht, ob wir das schon gesehen haben, das Häuschen hier. Ich glaube... Es haben sehr viele diese Pilzbauweise gewählt. Unten schmal, oben überstehend, weil eben das Spiel noch immer sehr, sehr streng ist, was das Platzieren von Foundations, von Fundamenten betrifft. Oh, ja. Man kommt einfach bei Schrägen schon sehr schnell an die Grenzen des Spiels und kann keine neue
platzieren, aber irgendwie entstehen dadurch Bauten, die halt so ein bisschen ab der Norm sind. Ich finde das eigentlich ganz schön. Aber das bringt dann trotzdem zum Verzweifeln. Man möchte kurz schreien, ja. Was heißt kurz? Lang, ausgiebig. Mhm. Kurz in den Wald gehen, schreien. Mhm. Ja. So, und ja, hier hinten ist jetzt echt viel entstanden. Also das ist wirklich, da bin ich auch schon mal rumgelaufen im Offscreen. Das ist wirklich abartig. Das waren deine Twitter-Bilder, gell? Das waren unter anderem die Bilder von Twitter, ja. Auf der anderen Seite war ich aber auch schon. Also ich bin einmal ganz kurz rumgestreunert sozusagen nach dem Urlaub direkt und habe gedacht, jetzt, ja, ich bin so neugierig, muss mir das angucken. Ja. Konnte es nicht abwarten, bis hier die Aufnahme kommt. Ja, das Haus, das wird, glaube ich, auch sehr cool. Ja, aber da frage ich mich, was da vorne jetzt für ein Dach kommt. Ja, oder gar keins. Vielleicht sollte das nur so eine Mauer vorne sein oder so. Dass das ja, nur so ein Innenraum ist. Ich höre schon wieder einen Wolf. Also da bin ich gespannt. Ja, vielleicht wird das noch so ein Anbau. Aber ich finde das total schön gemacht mit diesem zweigeschossigen da, dass das oben nochmal so... Ja. Irgendwo ist hier ein Wolf. Naja, mal gucken. Hm. Ja. Nö, du hörst nur einen Hirsch da. Nein, das ist ein Hirsch knurrt nicht. Hm. Bin gespannt. Ah, das Haus sieht richtig schön aus. Also da, das ist eine schöne Form. Also das ist echt... Interessanter ja. Baustil, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Hier vorne ist ja auch irgendwas noch nicht fertig, glaube ich. Hier dieser Eingangsbereich, schätzungsweise. Ja. Wird wahrscheinlich auch noch anders überdacht. Schauen wir mal rein. Ach. Hier ist die Behelfswand. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie musste die dahin. Ja, wegen dem Baum. Schön, schön. Oh, was ist das denn für ein Bett? Das ist so ein Zwischending zwischen unserem Federkernmatratze und. Ja. Es ist ja. Aber das normale Bett. Steht normales Bett eigentlich, ne? Aber das war doch immer nur so ein Fell. Eigentlich ja. Könnte schwören, ich habe das auch irgendwo noch so als klassisches Bett gesehen. Hm. Faszinierend. Was es alles gibt. Irgendwie schon, ja. Und hier geht's auf den. Hör auf! Geh raus da, geh raus. Da siehst du auch schon überall den Schaden am Haus. Ja, stimmt. Hier, Dano, du musst die Tür zumachen, ne? Ja gut, wenn du woanders reingehen willst, ist okay. Oh Mann. Das ist immer dieser Camper, ja. Die Haustür haben wir jetzt offen gelassen. Dann machst du zu. Und wahrscheinlich noch Dano wieder. Dazwischen. Was heißt da noch? Du hast die Tür eindeutig offen gelassen. Aha, komm her. Achso, mist ich ja. Ist immer noch aus. Wir sind immer noch auf dem PvE-Server unterwegs, logischerweise. So, und hier dieses Häuschen, das ist so richtig geil geworden. Also. Häuschen? Du meinst den Hühnerstall da. Also den Hühnerstall, der ist ja auch schon gut. Der Hühnerstall ist schon super. Ach, das ist ein Hühnerstall. Ich habe als gerätselt, was für ein Stall das ist. Ja, natürlich. Mit Bett für die Hühner. Ja, das okay, hier ist noch so ein Scheppich. Ach nee, das sieht auch anders aus. Das sieht auch so aus. Das haben sie geändert, scheint's. Okay. Ja. Haben sie die Textur geändert. Haben wahrscheinlich gesehen, wie wir uns darüber lustig gemacht haben, über die Federkernmatratze. Haben sie gedacht, komm, na, hat ja recht. Müssen wir mal neu machen. Ja, gleich der erste Patch. Okay. Ja, das ist der kleine Hühnerstall. Da auf der anderen Seite hast du einen Pferdestall. Ja, das habe ich schon gesehen. Aber hier dieses Haus, das ist auch so richtig cool gemacht. Es ist einfach schade, dass man keine Säulen hier nach unten einfach bauen kann, ohne unten drunter ein Fundament zu haben. Sonst könnte man das noch so ein bisschen abstützen. Das sieht natürlich realistischer aus. Aber es geht nur, wenn du vorne eine Foundation platzieren kannst. Genau, das ist leider schwierig. Obwohl, hier müsste eigentlich eine gehen. Oder? Naja, vielleicht ein bisschen zu hoch. Irgendwo ärgert das sich noch rum mit Foundation, weil keine hingeht. Ja. Es ist einfach schön, hier dieses Brückchen dazwischen. Ja? Mhm. Hier die kleinen Giebel. Der Brunnen mit dem Hühnerstall. Also so richtig schön, so richtig schöner Hof quasi. Ja, und wie Dano gesagt hat, auf der anderen Seite, hier ist die Straße. Mhm. Ja? Mhm. Das ist auch einfach super, einfach genutzt, finde ich super. Dadurch kann man ja auch so richtig ein Dorf anlegen quasi. Dann haben wir hier den Pferdestall in der Tat. Ich hoffe, das kommt einfach irgendwann, dass man seine Pferde dann da unterstellen kann und so Sachen. Das wäre echt toll. Ja, und dann gehen wir mal rein. Also das Haus ist richtig toll. Gebaut von... Ranto. Was? Ranto? Ranto. Mhm. Die auch gerade am Server. Bitte schön, ich mache dir die Tür raus. Ist das vielleicht doch ein Schweinestall hier?
Nein. Aber er hat, ja noch er hat ein Schwein im Garten. Er hat ein Hausschwein, ja, ja. Ja, ja, ist doch wunderbar. Hat sich verirrt. Oh, das Warte ist mal, auch schön gemacht. Mit wollte grad was, ich wollte gerade noch was gucken. Jetzt überlege ich gerade was. Was denn? Ich wollte irgendwas, wollte ich... Ich hab mir überlegt, ach Mensch, da musste gerade nochmal nachschauen und zack, ist es weg. Ich hätte nicht in Urlaub gehen sollen. Mein Gehirn ist immer noch auf Standby oder so, ich weiß es nicht. Aha. Ja, das ist schön hier, die Torches, ja? Ja, die Schmiedeecke. War nicht die Sitzecke, ist auch schön. Ja, überhaupt, dass das hier so halb offen ist. Ja. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, so diese Arbeitsecke. Aha. Mhm. Schöne Ideen, die ihr hier habt. Ja. Ah, da oben kommt man rüber ins andere Haus. Okay. Ja, das Brückchen, genau. Genau. Ah, das sieht in der Lage aus. Ja, irgendwie schon. Das ist so ganz unverkennbar. Sehr begehbare Kleiderschrank, selbstverständlich. Nein, aber hier? Huch, was hab... Huch, was sind... Ach. Aha. Das ist der Weg hinunter, wenn du im normalen Haus bist. Aha. Schöner Tisch. Ich muss alle Türen aufmachen, es tut mir leid. Oh, ich mache wieder zu. Ja, genau. Danu läuft immer hinter mir her, macht einfach alle Türen zu wieder. So, zu. Sehr, sehr schön. Ach, ich wollte ihn einschließen. Das nennt sich Teamwork. Achso, ich will auch rein. Okay, der Teppichboden ist ein wenig am Flackern, aber sonst... Ja, die überlagern sich so. Ja. Ah, und hier gibt es auch noch einen Balkon. Also das ist definitiv ein Haus, in dem ich mich verlaufen würde. Ich sehe schon. Oh, das ist aber ein schöner kleiner Balkon. Ja, schön. Ja, du, da geht's nochmal hoch. Was? Ja, da geht's nochmal hoch. Oh, auf den Speicher. Müssen wir geduckt laufen hier. So zum Schlafen Bett. Unterm Dach? Das ist doch sau heiß. Na, wobei, gut, hier in Skandinavien nicht. Da geht das. Schön da gemacht. Da müssen wir jetzt weiter. Schön gemacht. Hier... Mit dem die andere Tür aufmachen soll. Da. So. Ach ja. Hier. Ah, hier war ich noch nicht. Ah. Oder so ein kleines Kaminzimmer. Mhm. Ha. Ja, und jetzt? Hab ich mal dran gedacht. Jetzt geh mal raus. Au. Geht's doch bestimmt irgendwo raus. Endlich. Freiheit! Yay! Das Haus, das verrückte Kujas. Hören alle wieder zu. Das sieht gar nicht so groß aus von draußen, wie es drin ist. Das ist Wahnsinn. Doch, das schaut doch riesig aus. Ja, schon, aber wenn du drin bist, irgendwie noch mal mehr, finde ich, mit diesen 1000 Räumchen. Super schön gemacht. Ja, schön. Super schön gemacht. Echt schick. Und ich weiß immer noch nicht, was ich gucken wollte. Oh, da vorne ist die Türe noch offen. Ich weiß immer noch nicht, was ich gucken wollte. Türe zucken. Du wolltest jetzt sicher das Schwein umhauen. Nee, garantiert nicht. Keine so, Ahnung. So ist dann der Pferdestall für die sind, die einfach ein Pferd brauchen, gell? Wie, die ein Pferd brauchen? Naja, so nach dem Motto, wenn irgendwer ein Pferd braucht, kann er sich das dann da rausholen. Ja, das ist halt so, ne, wenn man hier durch am Durchreiten ist sozusagen und das Dorf besuchen möchte, stellt man seins dort ab oder so. Das ist schon, schon schick. Ja, und hier überall entstehen diese Bunker. Ja, da ist ja noch was. Hier ist auch noch ein Stall. Oh. Ah ja. Oder? Ist das ein Stall? Nee, ist kein Stall. Nee, das scheint mir so ein Schuppen, so ein Arbeitsraum. Ja. Ich frage mich nur, was die Pillar da oben sein sollen. Schick. Was, Pillar da oben sein? Ja, oben am Dach. Ja, das ist wahrscheinlich noch im Bau befindlich. Man sieht hier so Pillar auch noch so ein bisschen rumstehen. Ja, man konnte es ja vor dem letzten Update nicht abreißen, nicht ordentlich. Ah, okay. Das geht ja jetzt auch, jetzt kriegt man es wieder ins Target. Aber ja, wie Danu gesagt hat, es ist in der Tat so, die Dinge verfallen auch mit der Zeit, ne? Ja. Das heißt also, ihr müsst mit dem Hämmerchen kommen und ein bisschen Ressourcen dabei haben und eure Häuser auch in Schuss halten, ja? Also wir dulden keine Ruinen in unserem Dorf. Das ist ganz wichtig. Das kann er jetzt ganz einfach sagen, nachdem mir heute gesagt worden ist, hey, ich habe euer Haus mal durchrepariert, ja? Ja, ich habe auch noch was repariert. Da war noch eine Tür kaputt.
Kann ich eigentlich mitfällen, wenn du auch schon? Eigentlich schon. Ich krieg aber nichts. Krieg nix. Hör auf die Türe zum Hauen. Wie? Hast du den Baum schon weg? Ja. Bei mir steht er noch. Oh. Okay. Ja, das ist noch. Das ist. Puh. Ja, immerhin braucht der oder diejenige hier keine Schutzmauer oder dergleichen. Hat einen Baum vorm. Da kommt keiner rein und kann. Das ist natürlich doof. Wenn der Baum nicht weggeht. Also geht er bitte gar nicht weg, oder was? Nee, der steht hier. Also hier steht überhaupt können so einiges in dem Haus. Weg? Hier stehen zwei. Und hier steht noch einer. Achso, ja, da stehen zwei. Nö, können wir. Oh ja? Hätten nicht zusammen draufhauen sollen. Ich vergesse, was ich wollte und sehe Bäume, wo keine sind. Ja. Das ist schwierig. Ist aber auch schön gemacht, da. Ne? Total, ja, total. Ich wünsche mir einfach jetzt noch ein paar mehr Einrichtungsgegenstände. Da muss hoffentlich bald noch was kommen. Weil im Endeffekt jetzt, hat man innen. Jetzt da draußen ist ein Wolf. Nee, jetzt ist er drin. Nee, ist draußen. Ach so. Der rennt dir nach. Was? Mir? Mir rennt kein Wolf nach. Dann suchst du dich gerade. Ich hab mich! Ihm rennt kein Wolf nach. Nein, ihm rennt kein Wolf nach. Ja, jetzt hat er mich so. So. Oh, jetzt ist er tot. Ah, du hast ja schon eine hübsche Axt. Ja. So eine Frechheit. Ich war ja nicht eine Woche auf Urlaub, sorry. Hätte ich mich langweilen sollen? Ja. Ach so, okay. Also das hier ist Danos Haus? Nein. Nicht? Nein. Sonst wüsste ich nicht, wie man fluchen kann bei Schrägen. Ich habe kein flaches Geländer. Wäre zu langweilig. Schauen wir mal hier eben auf dem Berg, ob man noch... Ach, dahinter ist auch noch... Ach, du Mann, ist... Hier hinten sind noch Häuser! Och du meine... Ja, dann gehen wir doch mal hin. Das können wir aber nicht mehr mit einzäunen, Grüder. Das geht nicht. Das zäunen wir mit ein. Das zäunen... Das könnte Danos Haus sein. Nein, ich habe nichts könntest... Flaches. Bitte? Ich habe keine große, flache Fläche. Ist doch keine große, flache Fläche. Hier ist doch schräg und... doch harmlos. Na gut. In dein Haus noch. Du hast viel Extremeres ausgesucht. Das wird auch schick. Ah ja, wir müssen noch echt überlegen. Wir wollen ja unser Dorf jetzt noch einzäunen. Wir wollen noch Palisaden drum ziehen und wir wollen einen Tempel bauen. Ja, aber um das Haus kriegen wir... Und das Haus, also es tut mir leid, das ist der Aussiedler. Also der Aussiedlerhof. Das ist... Da müssen wir, da können wir nicht mehr. Wir sind nicht mehr verantwortlich für Ihre Sicherheit hier. Genau. Damit das mal klar ist, müssen wir auch ganz, ganz klare Grenzen ziehen. Das sind dann die anderen, das sind die Nachbarn, die... Die anderen, ja, die Bösen. Die Bösen. Naja. Immer mit deinen anderen, du. Hast noch Bandagen? Ja. Ja, ja. Hast aber du keine genommen? Mir geht's ganz gut. 91% muss doch reichen. Oh, das geht. Also das hier finde ich echt toll mit dem Stall und dem Hof da. Das ist eine sehr schöne Idee. Ich bin ja wirklich gerade so am Überlegen, wie wir das hinbekommen. Das mit einzäunen. Das ist so das Ding. Eigentlich ja. Kannst du es ja... Naja, gut, du könntest da... vor der Straße ein Tor machen, aber es, ja. Ja, dass man hier so eine Durchfahrtsstraße hat, dass man hier irgendwie ein Tor macht und dann andererseits wäre das auch so passend eigentlich für ein Dorf, dass das so der Hof außerhalb ist, der genau vor den Palisaden ist. Schon, ja. Ne? Also es würde ja auch passen, dass man die Palisaden hier so zwischen Hof und dem nächsten Haus hier durchzieht. Andererseits würde es dieses schöne Haus halt dann so ein bisschen vom Dorf abschneiden. Da müssen wir uns überlegen. Da müssen wir mal gucken, wie das Sinn macht, weil es ist ja früher sehr häufig so gewesen, ne, dass die Bauernhöfe außerhalb waren der befestigten Anlage und innen mehr so, ne? Aber müssen wir mal gucken. Also wichtig ist, dass die Methalle eingezäunt ist. So, hier könnte man auf jeden Fall eine Mauer ziehen. Hier in Richtung des NPC-Dorfes, dass wir hier da so eine klare Linie haben, ne? Hier. Eine klare Linie. Ja, genau. Das ist auch nicht so lang. Das ist, Alter, ich weiß, dass wir erst 49 Palisaden haben. Das reicht vielleicht gerade so für... Noch 300 oder 400 Palisaden. Minimum. Locker.
Hier irgendwie lang. Hier wird es dann sowieso schwierig, weil hier ist ja schon das NPC-Dorf. Bäh, Ruckel. Ja, vor allem hast du unten immer wieder die Kühe von oben runterkommen. Da bin ich noch so im Leben. Habt ihr mal probiert, die Kühe einzufangen oder so einzusperren? Die kannst du nur schlachten. Nee, aber dass man die irgendwo hintreibt, wenn die fliehen. Das habe ich mir so überlegt, ob man die NPC-Kühe nehmen kann und hier so einen Kuhstall machen kann, ob die dann da drin bleiben. Nicht die spawnen? Ja, das weiß ich eben nicht. Müsst mal ausprobieren. Das wäre sau cool. Was ist das eigentlich für ein Haus hier? Ah, das ist ein, ja, leicht verbautes, aber ja. Schön. Huch! Ja, ich sag leicht. Hat mal Couch hier? Mach mal Kuh ja mal die Türe zu, so. Bin schon durch. Ja. Noch durchdiffundiert. Du kannst durch geschlossene Türen gehen, jetzt macht man schon langsam doch Angst. Wow. So, pass auf bei der Treppe, ja. Sehr schön. Ja, und ach Gott, so das schick, ja. Hat der besoffene Wikinger gebaut, weißt du? War in der Methalle. Ich glaube, der steht noch mit Treppen auf Kriegsfuß, aber sonst. Ja, war in der Methalle, kommt nach Hause. So, jetzt baue ich mal die Treppe. Ja. Ja, weil die Treppe auch nicht nur eins lang ist, sondern. Ja, ist fies. Das Spiel hat so einige Gemeinheiten, so einige Tücken. Ja. Jetzt baue ich mal die Treppe. Aber ich meine, siehst du auch da vorne, der Teil ist aus Stein, da kommt plötzlich Lehm, oben drauf Holz und trotzdem schaut es eigentlich gut aus. Ja. Es ist eigentlich. Das ist der Wolpertinger unter den Häusern, ja. Ja. So, und hier haben wir so einen Pilz, einen echten Pilz. Ja. Schau mal, da ist eine Kuh. Jetzt will ich mal gucken. Wenn ich die jetzt anhaue. Was? Dann ignoriert sie dich, oder was? Ich stehe drauf. Stehe ich bei dir nicht auf der Kuh? Du stehst in der Kuh. In der Kuh? Bei mir stehe also ich hab draufgeschlagen und jetzt stehe ich auf der Kuh. Ja, die Kuh ignoriert dich. Nee, die läuft einfach mit mir so ein bisschen. Ah! Jetzt hast du sie gehauen. Jetzt, ja, ich hab sie. Ja, jetzt kann man sie treiben, das ist die Frage. Rennt die. Ruckel. Rennt die in die entgegengesetzte Richtung, wie du läufst? Kann man sie treiben? Weil dann könnte man ja echt so einen Kuhstall irgendwie versuchen hinzubekommen. Kuhschubsen, ja. Sie haut auf jeden Fall. sie läuft durch Wände. Also bei mir ist sie gerade. Vorsicht, Wände, Waffen weg, ja. Ja, jetzt sollten wir. Jetzt sollte man nicht mehr unbedingt draufhauen, ne? Genau. Also die Kuh läuft durch Wände durch. Ja, okay. Schade. Ist dann also schwierig, einen Kuhstall zu realisieren, wenn die da einfach durchrennen. Intelligente Kuh. Du wusstest, da oben haben wir es nicht mehr. Jetzt lacht sie uns da oben aus hier. Fürs Müsli musst du eine Kuh killen. Ja, ein Müsli. Für ein Müsli? Ja. Wegen veganes Müsli. Müsli brauchst Milch. Ach so, deshalb. Ach so. Ich dachte jetzt. Keine Ahnung, Hackfleischmüsli oder was? Nein. Ach, ich muss die Kuh töten, damit ich. Damit du eine Milch kriegst. Das haben die Wikinger noch nicht und so gehabt mit dem gibt Melken, genau oder? Eine. Oh, was ist denn das? Weißt du, der echte Wikinger, der melkt keine Kuh, der schneidet den Euter ab. Das ist super. Cool, ja. Ja, Mann. Das sind Wikinger. Das hier ist schön, das Haus, ne? Ja, das ist da, wo ich im Off schon mal kurz war. Also das finde ich auch so richtig toll. Das ist auch schön gemacht mit dem Garten da außen. Ja, genau. Mit der Pergola oder wie man es nennen soll. Genau. Ja. Richtig schön. Mhm. Jetzt habe ich noch einen Versuch. Das da vorne ist Danus Haus. Da wird's immer finden. Das ist es. Das ist am Berg. Das Dach ist nicht fertig. 100 pro. Wo ist denn jetzt hin? Zu deinem Haus. Oh. Komm einfach zu deinem Haus. Ich seh dich schon rumhopsen da oben. Schade. Ach ja. Oh, hier entsteht noch einiges. Ja. Okay, also wenn man das jetzt alles noch... Also, hier ist Coach. Ja, da ist Coach. Oh, der hat aber nicht weiter gemacht, oder? Doch. Ein bisschen Dach, doch ein bisschen Dach hat er gemacht, ja. Aber das mit dem Dach ist halt, ja. Das ist Danu.
stimmt. Boah, ist das ein Geruckel hier. Mhm. Alter, Fedder! Minimal. Naja, jetzt lädt er die Häuser da hinten. Ja, ja, jetzt genau. Da hinten das Haus geladen. Das haben wir ja schon gezeigt. Hier links ist jetzt aber auch noch eins. Ja, das wollten wir uns ja eigentlich gerade anschauen. Achso, das ganz große. Ja, ich meinte das da vorne links. Ach du Arzt, ach du Arzt, Alter. Da ist ja noch mehr! Alter! Aha. Du meinst, wir haben noch genug für eine nächste Folge? Wie macht man das mit dem Einzäunen? Das da hinten, Koja? Das meine ich ja. Ja, so. Da hat sich schon jemand eingezäunt. Ja. Die können wir aber guten Gewissens draußen lassen. Ja. Aber das Problem ist, das Haus daneben nicht. Ja. Und das Haus dort daneben nicht. Und, oh, du meine Güte. Ich sag ja, es ist eine Stadt geworden. Das ist kein Dorf mehr. Das wir ist brauchen doch besser 1000 Palisaden. Ja, ja, ja. Irgendwie schon. Oder wir machen mehrere kleine Dörfer, ziehen irgendwo Grenzen und dann machen wir noch hier die Dorfkriege irgendwann. Auch mal eine große Arena noch irgendwo hin. Mhm. So, und das Haus gehen wir dann in der nächsten Folge rein und dann werden wir vielleicht auch noch mal ein bisschen was bauen. Ja, oder die Häuser da hinten anschauen. Das könnten wir auch noch machen, aber ich will ja auch mal was bauen. Jetzt machen wir im Stream. Ne? Ah. Im Stream machen wir dann die Baufolgen oder mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben. Ich bin so am Rätseln, wie wir das machen. Machen wir hier so ein reines PvE-Let's Play, wo wir einfach nur ein bisschen bauen und Gedöns machen. Oder machen wir noch ein Story-Let's Play, wo wir die Quest-Reihe machen. Schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mir sehr helfen bei der Planung der Let's Plays zu Valnir. Oder machen wir ein kleines PvP-Team-Match irgendwie, dass man zwei Teams gegeneinander antreten lässt. Ähnlich wie in vielleicht ein bisschen mehr PvP als in Ark Survival Plus oder so. Mal gucken. Also, könnt ihr mal schreiben, wäre sehr, sehr gut, mal eure Meinung dazu hören. Ich bin da noch so ein bisschen am Rätseln, weil das Ding ist einfach, das Bauen ist tagfüllend sozusagen. Ja, wenn du das machst, kannst du, weiß nicht, wie viele Folgen draus drehen und Streams. Das Questen, Farmen dazu auf jeden Fall, ja. Das Questen dauert auch seine Zeit. Mhm. Da ist man bestimmt auch so 20, 30 Stunden unterwegs, wenn ich da noch in Erinnerung habe, was ich da erzählt zu bekommen habe. Und ja, und PvP ist sowieso auch nochmal ein Thema für sich. Mal gucken, wie wir das alles so verpacken können. Oh, sieht das einfach schön aus immer. Wo ist denn da der Eingang? Ach, da vorne. Oh, cool. Ja. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Und vielen Dank schon mal für die Kommentare. Bis dann. Ciao.